Vor kurzem hatten wir Besuch von Country-Managern Jürgen und Renate und haben sie direkt für ein Interview zu einem ihrer Lieblingsländer, und zwar Kanada, geschnappt. Viel Spaß beim Zuhören. Was sind denn die Besonderheiten Kanadas? Ja, Kanada ist ja eines der größten und vielfältigsten Länder der Welt und somit hat es natürlich wahnsinnig viel zu bieten. Natur, Flora, Fauna, viele Tiere, die man sehen kann, natürlich die indigene Kultur, aber eben auch ja, tolle Städte, Metropolen, aber eben auch Städte, die das European Heritage haben, also das europäische Erbe eben mittragen. Ja, Kanada hat ja alles, von der Arktis, von den Eisbergen, den Eisbären natürlich im Norden, bis zu den Regenwäldern im Westen und dazwischen die Rocky Mountains, das Gebirge, die weltbekannten Seen, umrandet von diesen fantastischen Gebirgsketten und natürlich die Ebene, das ist mal auch ein Teil der Zeit und dann eben diese vielfältigen und sehr unterschiedlichen Städte, die eben das Land sehr spannend machen. Welche Erlebnisse auf der Reise mit World in Sight würdet ihr als Highlights hervorheben? Fangen wir an im Osten Kanadas. Fangen an in Toronto, da gibt es die Skyline, eine der größten Städte Kanadas. Es gibt die Niagara-Fälle, die natürlich weltbekannt sind. Wir fahren weiter nach Ottawa, der Hauptstadt. Ein Highlight ist das Parlamentsgebäude. Montreal mit den vielen künstlerischen Vierteln und der französischen Kultur. Und noch französischer geht es dann zu in Quebec. Das ist eigentlich eine Stadt wie in Europa, die eben ein sehr, sehr französisches Flair hat. Und dann fliegen wir eben rüber nach Westen, landen in Calgary, östlich der Rocky Mountains und fahren dann mitten durch die Rocky Mountains durch nach Golden, sehen die weltbekannten Seen wie den Moraine Lake, Lake Louise und den Emerald See, die man auf allen Postkarten eigentlich findet, die auch teilweise auf den Geldscheinen drauf sind von Kanada, um dann auf der anderen Seite in eine Region zu kommen, die sogar Wüstencharakter hat. Und da geht es dann durch, dann geht es wieder ins Gebirge rein. Mit Whistler halten wir in einem der bekanntesten Orte der Coastal Mountains. Und dann geht es nach Vancouver Island. Dort fahren wir an die Westküste. Es gibt dort wunderschöne Strände, auch ganz weltbekannte Surfstrände, Regenwälder und viele, viele Bären, die wir auch ansehen können. Und natürlich auch viele Wale, die man sehen kann in Victoria, in der Hauptstadt von British Columbia. Das ist unser vorletzter Stopp. Bevor wir dann in Vancouver unser letztes Highlight haben, Vancouver ist eine der bekanntesten Städte der Welt und beliebtesten Städte der Welt für wiederum die wahnsinnig interessante Natur, Meer, Gebirge, alles innerhalb von wenigen Minuten erreichbar von der Stadtmitte aus. Also die Reise mit World in Sight kombiniert den Osten und den Westen, die Vielfalt und Schönheit der Natur, genauso wie ja, die kulturelle Diversität der Städte. Natürlich auch das historische Erbe damit, der Geschichte Kanadas. Wir bekommen auch einen Einblick in eben die sogenannten First Nation, also die indigene Kultur des Landes und bekommen einen wunderschönen Rundumblick über die beiden Hauptküsten sozusagen des Landes. Das große Thema Bären. Wie stehen denn da die Chancen, die auf einer Reise nach Kanada zu sichten? Ja, die Bären sieht man auf jeden Fall aus sicherer Distanz. Also man sieht sie immer vom Boot aus. Wer also mitkommen will auf eine Bärsichtungstour, das geht mit Zodiacs, mit kleinen Schlauchbooten, in diese Arme westlich der Berge rein. Und dort sieht man die Bären natürlich aus sicherer Distanz. Man sieht aber oft auch auf der Fahrt durch die Rocky Mountains die Bären. Und die sind auch teilweise wirklich nur wenige Meter entfernt. Da ist natürlich ratsam, dass man nicht auf dem Auto steigt, sondern eben auch dem sitzen bleibt in sicherer Entfernung von den Bären. Die Bären, die Schwarzbären, sind auch normalerweise nicht aggressiv. Bisschen anders verhält sich in den Grizzlies, aber da passen wir auf, dass wir da eben nicht sind, wenn sich da welche aufhalten. Warum arbeitet ihr denn gerne mit World in Sight zusammen? Ja, wir arbeiten gerne mit World in Sight, weil man sehr gut mit den Mitarbeitern kommunizieren kann. Man kann sie jederzeit anrufen, sind auch immer für neue Vorschläge da oder man kann auch Probleme mal besprechen, neue Ideen einbringen. Und es ist einfach eine sehr persönliche Art und Weise, mit den Kollegen von World in Sight umzugehen. Für uns ist das wie Familie. Also wir treffen Bekannte, die wir seit vielen Jahren kennen. Und es macht einfach Spaß, mit denen zusammen Programme zu erstellen und gemeinsam zu vermarkten. Gibt es bestimmte Eigenheiten der Kanadier, die ihr besonders faszinierend findet? Ja, die Kanadier sind eigentlich alle recht locker und haben immer auch gleich einen direkten Draht zu einem. Man wird natürlich immer im englischsprachigen Raum generell mit Vornamen angesprochen.
Viele sind Outdoor-Enthusiasten, gehen also gerne ins Gebirge, wandern, bergsteigen, Skifahren. Das merkt man auch im täglichen Leben, im täglichen Umgang. Es ist einfach viel Platz da. Und das macht man eben, merkt man eben auch, dass einfach ja, zum nächsten Ort eben ein paar hundert Kilometer sind. Und man hilft sich gegenseitig, wenn man Probleme hat. Ich blieb mal privat im Auto liegen in Kanada vor einem Jahr. Und dann kam die halbe Bevölkerung angelaufen. Und dann habe ich dann irgendwann gefragt, ja, wollt ihr nicht irgendwann nach Hause gehen? Auch nie, haben sie gesagt, da ist endlich mal was los. Wir bleiben jetzt gerne hier, bis das Auto wieder gerichtet ist. Und das zeigt so ein bisschen auch so die Mentalität der Kanadier. Die gehen natürlich auch gerne abends im Pub dann ein Bier trinken, das tun wir ja auch ganz gerne, und Burger essen. Und zu den Indigenen will ich noch sagen, wir bekommen sehr, sehr guten Einblick in die indigene Kultur. Wir haben drei Plätze, an denen wir eben zum einen lernen über die Kultur, zum anderen ja, eben lernen, wie sie wohnen und früher wohnten, und auch Indigene kennenlernen. Und dann gibt es noch einen dritten Platz, wo wir auch nochmal sehr viel über die indigene Kultur lernen. Also wir bekommen eben auch sehr guten Kontakt zu den Indigenen. Das ist nicht ganz selbstverständlich, weil eigentlich nur noch 1% aller Kanadier indigenen Ursprungs sind. Und wie steht es um das Thema Nachhaltigkeit in Kanada? Zum einen gibt es natürlich in Kanada immer noch viele Plastikbecher, Mülltüten und so weiter, die natürlich wir ganz gerne aus dem täglichen Umgang entfernt haben möchten. Viele fahren auch noch die Pickup-Trucks, aber es gibt auch viele andere, die jetzt immer mehr nachhaltig leben. Und vor allen Dingen lernen die Kanadier heute von den Indigenen, weil die Indigenen, die leben eigentlich seit Jahrtausenden nachhaltig. Die haben immer nur das benutzt, was eben gewachsen ist. Auch heute noch wird sich beim Baum entschuldigt, wenn man ein Stück Rinde von ihm eben abnimmt, oder wird dann sich beim Tier entschuldigt, wenn das Tier getötet werden muss, weil es gegessen werden muss. Und so hat sich jetzt auch eine Entwicklung herauskristallisiert die letzten Jahre, dass die Europäer oder die Kanadier, die eben in Kanada überall leben, eben von den Ureinwohnern oder von Indigenen eben lernen und dorthin fahren, um zu sehen, wie machen die das, und versuchen, das dann in ihre Kultur mit einfließen zu lassen. Also es ist eine Entwicklung, und da lernen in diesem Fall die Neueinwohner von den Alteinwohnern. Möchtet ihr den Gästen denn noch etwas sagen oder mit auf den Weg geben? Ja, wer bei World Insight die Reise nach Kanada bucht, kriegt eigentlich alles. Das Abenteuer Stadt, genauso wie das Abenteuer Land, Abenteuer Natur, Abenteuer Kultur. Also Kanada ist definitiv eine Reise wert, und wir freuen uns sehr, Sie in Kanada begrüßen zu können. Du möchtest mehr über unsere Reisen erfahren? Dann besuche uns online auf www.world-insight.de. Weitere spannende Inhalte rund ums Reisen mit World Insight findest du in unserem Online-Reisemagazin und auf unseren Social-Media-Kanälen. Folge uns, um nichts mehr zu verpassen.